Hallo zusammen, leider konnte ich letztes Wochenende kein Video für euch aufnehmen. Das lag einfach daran, dass ich sehr viel zu erledigen hatte, weil jetzt dann auch die Uni für mich wieder losgeht und ich natürlich auch noch 1,5 Wochen Arbeit zu dem Zeitpunkt vor mir hatte. Aber heute gibt es wieder einen Vlog, wie ganz normal. Für mich ist es jetzt noch relativ genau eine Woche bis zu meinem ersten Laufwettkampf, beziehungsweise auch meinem ersten richtigen Wettkampf in diesem Jahr. Das heißt, ich begebe mich langsam wieder in die Taper-Phase. Heute auf dem Plan stehen zwei Einheiten. Die erste heute wird ein bisschen härter. Dazu werde ich folgendes Laufprogramm laufen: 3 Kilometer warm laufen und dann 3 Sätze, 3 Minuten schnelles Dauerlauftempo, 2 Minuten normales Dauerlauftempo, 6 Minuten schnelles Dauerlauftempo und dann 3 Minuten normales Dauerlauftempo. Wird eine recht gute Einheit. Ich freue mich schon drauf und in diesem Sinne würde ich sagen, lege ich jetzt los und dann sehen wir uns danach wieder. War jetzt eine recht geschmeidige Einheit, 14 Kilometer insgesamt. Relativ schweißtreibend, war aber auch ganz geil. Muss sagen, so die Paces fühlen sich zurzeit echt sehr gut an, sehr geschmeidig. Jetzt gehe ich mich erstmal schnell duschen, denn draußen ist ja sehr, sehr geiles Wetter heute. Das heißt, es geht erstmal eine schöne Runde aufs Rad. Das war jetzt nochmal eine richtig herrliche Einheit. 76 Kilometer mit einer kleinen Einkehr bei relativ exakt der Hälfte. War gut. Ich freue mich jetzt aber auch, dass jetzt mal das Tapern wirklich losgeht, weil ich ja eigentlich seit November komplett durchtrainiert habe, ohne da zwischendrin mal so eine Mini-Pause großartig zu machen. Das heißt, es ist jetzt für den Kopf und für den Körper wirklich geil, jetzt einfach zu sehen, okay, es geht jetzt wirklich richtig los. Wenn ihr das Video seht, habe ich noch genau 3 Arbeitstage vor mir. Das heißt, der nächste Vlog wird dann mein erster Wettkampf, der 10 Kilometer AOK Straßenlauf. Und ab da starte ich dann nochmal mit einem sehr, sehr guten Trainingsblock bis zum Ironman 73 Venedig und einem kleinen Trainingslager in Italien. Aber mehr dazu seht ihr dann in den Vlogs. Das Training jetzt bis zum ersten Tapern in diesem Jahr war wirklich sehr gut, bin ich sehr zufrieden mit, sowohl mit den Intensitäten als auch mit dem Volumen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.